Im pfälzischen Frankenthal lebt die alleinstehende Geschäftsstellenleiterin Elvira. Die 50-Jährige sehnte sich ihr ganzes Leben nach ihrem Vater, einem Brasilianer, der in den 60er Jahren als Gastarbeiter in Deutschland lebte. Nie konnte irgendjemand die so wichtige Rolle eines richtigen Papas in Elviras Kindheit übernehmen, bis zum heutigen Tage. Ich habe mich mit Elvira verabredet, denn ich möchte mehr über ihre Geschichte erfahren und versuchen, vielleicht genau diese Lücke zu schließen. Hallo. Hallo Elvira. Na, herzlich willkommen. Oh, oh Gott. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Oh, das wird sie sicher leben. Ha? Kommst du einfach mit. Elvira, du bist ja ohne deinen Vater groß geworden. Ja. Also hast du deinen Vater bewusst gar nicht kennengelernt? Gar nicht kennengelernt. Ich habe das Einzige, was ich von meinem Vater habe, ist ein Hochzeitsbild von meiner Mutter und meinem Vater. Ja. Und es hängt auch bei mir zu Hause an der Wand. Ja. Ja. Das ist das Einzige, was ich habe. Mhm. Wie sieht es in dir aus, wenn du mir das gerade so erzählst? Das belastet mich sehr. Das hat mich schon immer sehr belastet. Und im Nachhinein betrachtet, tut mir das natürlich schon weh, dass viele Momente in meinem Leben der Papa einfach nicht da war. Ja. '64 kommt der Brasilianer Ernesto als Gastarbeiter nach Deutschland. Er lernt Elviras Mutter kennen und lieben. Beide heiraten 1967. Doch nach nur 3 Monaten zerbricht die Ehe. Und als Elvira 1968 geboren wird, sind ihre Eltern schon kein Paar mehr. Ernesto lebt noch einige Zeit in Frankenthal und verschwindet dann für immer. Also ich habe mich schon zurückgelassen gefühlt und es gab auch Situationen, wo man mir das auch direkt ins Gesicht gesagt hat, dass mein Vater mich verlassen hat, weil ich so hässlich bin. Und es hat mich, wenn man mir wehtut mit solchen Äußerungen über meinen Vater, wo ich ihn ja überhaupt nicht gekannt habe. Und er mich ja auch nicht. Aber das hat mir wirklich damals den Boden unter den Füßen weggerissen. Weil ihre Mutter alleinstehend und berufstätig ist, wächst Elvira liebevoll behütet bei ihrer Oma auf. Doch die stirbt 1983 und Elvira kommt mit 16 Jahren zum ersten Mal zu ihrer Mutter. Gab es denn in deinem Leben dann später eine Vaterfigur? Nein, meine Mutter hat zwar noch mal geheiratet, ihr Mann hat mich ja auch adoptiert, aber er konnte eine Vaterfigur nicht ersetzen. Im Zuge dieses Adoptionsverfahrens wird versucht, Ernesto ausfindig zu machen. Doch mit den Informationen aus dem Familienbuch gelingt das den Ämtern genauso wenig wie später Elvira. Ihr Vater bleibt verschwunden. Bis heute. Elvira, was glaubst du, würde das für dich wirklich bedeuten, einen echten Vater zu bekommen? Das wäre für mich ein Riesengeschenk, ja. Ich habe ihn ja noch nie persönlich gesehen. Ich würde gerne wissen, wie er riecht. Ja. Wie riecht denn mein Papa überhaupt? Wie groß ist er denn eigentlich? Sicherlich werde ich ihn auch Fragen stellen, wie es ihm so ergangen ist. Ja, ob er vielleicht auch mal an mich gedacht hat. Und wenn es ihm dann vielleicht gesundheitlich nicht gut geht oder im schlimmsten Fall er nicht mehr da ist, dann das ist natürlich sehr schlimm für mich. Elvira, dann mache ich mich auf die Suche, trage alle Fakten zusammen und hoffe, dass ich deinen Papa finden kann. Ja? Dankeschön. Okay. Nur einen Tag später. Ich habe mir alle Fakten für eine Suche nach Elviras Vater genauestens angeschaut. Also Elvira vermutet ja, dass ihr Vater zurück in seine brasilianische Heimat gegangen ist. Wo dorthin ist allerdings völlig offen. In den Unterlagen steht als Geburtsort Capivara.
Den Ort gibt's aber nirgends. Jedenfalls habe ich dazu nichts gefunden. Und deswegen habe ich mich jetzt mit meinem brasilianischen Kollegen Mauro zum Skype-Gespräch verabredet. Und in Vorbereitung dessen habe ich ihm schon mal alle Unterlagen zugeschickt. Mauro ist ein Brasilianer, der mich schon einmal bei einer Suche unterstützt hat. Hallo Mauro, kannst du mich sehen? Alles klar? Super Julia, alles okay bei dir? Auch sehr gut. Hast du meine Unterlagen bekommen? Ja klar, sie sind angekommen. Ach super. Ich konnte ja diesen Ort Capivara nicht finden. Hast du da vielleicht mehr erreichen können? Glaubst du, es war vielleicht ein Schreibfehler oder so? Nein, kein Schreibfehler. Aber ich habe herausgekriegt, dass das ein Fluss ist, so 500 Kilometer von São Paulo entfernt. An diesem Fluss gibt es ungefähr 15 Gemeinden. Ah, so, verstehe. Glaubst du denn, dass es Sinn macht, dorthin zu fahren, oder ist es ein zu großes Gebiet? Nein, ich kann da auf jeden Fall hinfahren. Vor Ort erreiche ich sicher viel mehr als am Telefon. Alles klar, dann würde ich dich darum wirklich bitten. Und wir können ja währenddessen, wenn du was rausfindest, immer in Kontakt bleiben, okay? Wenn ich was Neues kriege, melde ich mich, okay? Super, dann warte ich auf Nachricht von dir. In diesem Sinne, mach's gut, ne? Okay. Alles Gute, viel Glück. Auf Wiedersehen. Tschüss. Am nächsten Tag. Während Mauro in Brasilien recherchiert, habe ich beschlossen, da zu suchen, wo alles begann, in Frankenthal. Die Stadt liegt in Rheinland-Pfalz und hat knapp 50.000 Einwohner. Hier könnten möglicherweise noch Spuren von Elviras Vater zu finden sein. Ich bin jetzt hier in Frankenthal, wo Ernesto damals bei einer Firma Pegolan gearbeitet hat, die mittlerweile Target heißt. Ich habe die Hoffnung, dass es da vielleicht noch irgendwelche alten Unterlagen geben könnte. Deswegen versuche ich da jetzt einfach mein Glück und habe da schon im Vorfeld eine Verabredung gemacht. Die Pegolan-Werke wurden 1946 in Frankenthal gegründet und stellten Teppich- und PVC-Böden her. In Spitzenzeiten arbeiteten über 2000 Beschäftigte hier, auch Elviras Vater. Heute gehört das Unternehmen zu einem französischen Konzern. Hallo. Schönen guten Tag. Sind Sie der Herr Bergner? Ja, hallo, Bergner. Julia Leitschik. Hallo, schön, dass das klappt. Ja. Komme ich mit Ihnen mit? Kommen Sie mit mir mit. Wunderbar. Ich hoffe, hier noch Spuren der Vergangenheit, besonders der 60er Jahre, zu finden. Also. Womit kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Also, es geht um Folgendes. Ich suche einen lang vermissten Vater. Es gibt eine Frau, die ihren Papa sucht. Und der heißt Ernesto Pichler und stammt aus Brasilien. Ja. Und ich weiß, dass er in den 60er Jahren hier gearbeitet hat, in der Firma Pegolan. Mhm, ja. Und die heißt ja nicht mehr so. So weit bin ich jetzt auch schon gekommen. Und habe die Hoffnung, dass Sie mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen können. Ja, also da ist, kann ich Ihnen natürlich jetzt leider nicht mehr weiterhelfen. Okay. Die Firma Pegolan hat eine wechselvolle Geschichte hier am Standort gehabt und das Unternehmen wurde eben auch in den 80er, 90er Jahren mehrfach verkauft. Aha. Und der Produktionssitz, wo eben der Pichler wahrscheinlich gearbeitet hat, gehört heute nicht mehr zum Unternehmen und somit haben wir auch keine Unterlagen mehr. Also irgendwelche alten Unterlagen oder gar ein Archiv gibt es hier gar nicht mehr? Das haben wir aus der Zeit nicht mehr. Mhm. Was ich natürlich vielleicht Ihnen anbieten kann, ist, dass wir haben noch viele langjährige Mitarbeiter, die teilweise auch schon über 40 Jahre im Unternehmen tätig sind. Und vielleicht über diese Kontakte noch mal zu fragen, ob jemand mit dem Namen Ernesto Pichler etwas anfangen kann. Ich will Ihnen aber auch nicht zu viel Hoffnung machen. Das ist ja schon über 50 Jahre her. Ja. Es waren viele eben Deutsch-Brasilianer hier beschäftigt. Und das wäre schon ein arger Zufall, wenn sich da noch eine Spur ergeben könnte nach so langer Zeit. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Aber erstmal vielen Dank für Ihre Mühe. Und meinen Kontakt haben Sie ja, wenn Sie nur irgendwas rausfinden. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tja, also wirklich weitergekommen bin ich jetzt leider nicht. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass Ernesto hier nicht der einzige brasilianische Arbeiter war. Vielleicht kann ich ja mit der Information irgendwie weiterkommen. Am Nachmittag in meinem Hotel. Viele Ansätze für die Suche gibt es tatsächlich nicht, aber ich habe mir etwas überlegt.
Also, alles, was ich jetzt für meine Suche noch habe, sind zwei alte Adressen, an denen Ernesto gelebt hat. Allerdings ist es mittlerweile ausgeschlossen, dass er da noch sein kann. Aber ich habe mir was anderes überlegt. Wenn hier wirklich so viele Brasilianer gearbeitet haben, könnte es ja sein, dass es noch irgendeinen ehemaligen Kollegen von Ernesto gibt, der ihn kennt und sich an ihn erinnert. So, es ist leider soweit. Ohne Brille sehe ich gar nichts mehr beim Lesen. Im Internet recherchiere ich nach Brasilianern, die in den 60er Jahren wie Ernesto in Frankenthal gearbeitet haben. Da das ja recht viele gewesen sein sollen, müsste ich doch irgendetwas dazu finden können. Hier schreibt ein Alter mir aus Bertioga. Hallo Freunde, ich war in Deutschland in 1968 in Frankenthal. Lange her, aber ich denke gerne an die Zeit. Freue mich über Kontakt mit alte Kollegen. Meldet euch Alter mir Torres. Das bedeutet, der war da genau zur selben Zeit wie Elviras Vater. Vielleicht könnte der mir irgendwie weiterhelfen. Hier ist nur kein Kontakt angegeben. Aber ich denke, mit dem Namen und dem Ort müsste der eigentlich in Brasilien zu finden sein. Ich werde Mauro bitten, da mal zu recherchieren. Wieder einen Tag später. Mauro ist unterwegs im fünftgrößten Land der Erde, in Brasilien. Da im Familienbuch Elviras als Geburtsort ihres Vaters ein weit verzweigter Stausee eingetragen war, könnte seine Suche hier schwierig werden. Da erreicht ihn meine Mail, in der ich ihn bitte, nach einem Mann zu suchen, der wohl ein ehemaliger Kollege von Ernesto sein muss. Da dieser Hinweis definitiv konkreter ist als der auf das Areal rund um den Stausee, dreht Mauro gleich wieder um. Am nächsten Tag in Frankenthal. Ich setze meine Suche zunächst einmal hier fort. Ja, ich muss jetzt natürlich abwarten, was Mauro in Brasilien überhaupt erreichen kann. Deswegen würde ich jetzt trotzdem mal zu den beiden alten Adressen fahren und gucken, ob ich da irgendwie weiterkomme. Zwei alte Adressen hatte Ernesto in der Zeit, als er in Frankenthal lebte. Die erste liegt knapp 10 Minuten von seinem alten Arbeitsplatz entfernt. Das ist das Haus. Auf den ersten Blick sieht das große Haus nicht aus wie die typischen Wohnhäuser in der Umgebung. Was ist denn das jetzt für ein komisches Gebäude? Seltsam. Hallo. Entschuldigung, hallo. Ich bin auf der Suche nach einem vermissten Vater. Okay. Und ich habe so eine ganz alte Adresse von diesem Haus hier. Ja. Das war ein brasilianischer Gastarbeiter. Was okay. ist das jetzt hier? Das ist der Flüchtlingsunterkunft mit Obdachloserheim. Ah, verstehe. Okay, also mit brasilianischen Gastarbeitern hat das gar nichts mehr zu tun. Nicht, dass ich wüsste, nee. Alles klar. Danke für die Kein Problem, gerne Danke. Doch. Danke. Tschüss. Tja, das war schon mal nichts hier. Aber eine Adresse habe ich noch. Die ist auch gar nicht weit von hier. Das werde ich jetzt auch noch versuchen. Zurück zu Mauro in Brasilien. Tatsächlich konnte der eine Adresse zu einem Altamir Torres in Bertioga recherchieren. Bertioga liegt etwa 100 Kilometer westlich von Sao Paulo am Südatlantik. Ob die Adresse von Altamir noch aktuell ist, weiß Mauro leider nicht. Ist jemand zu Hause? Das Klatschen in die Hände ersetzt in Brasilien oft die Türklingel. Guten Tag. Guten Tag. Wohnt hier ein Altamir Torres? Nein, hier nicht. Hat er vielleicht früher mal hier gelebt? Ich wohne hier schon lange, aber das sagt mir nichts. Sie kennen ihn also nicht? Nein, tut mir leid. Dann höre ich mich mal in der Nachbarschaft um. Viel Glück. Danke, Wiedersehen. Guten Tag, ich suche einen Altamir Torres. Der soll hier in der Gegend wohnen. Oh je. Er müsste Mitte 70 sein. Nie gehört? In diesem Viertel bestimmt nicht. Ihr kennt nicht zufällig einen Altamir Torres? Soll der hier wohnen? Ja. Noch nie gehört. Und ich lebe hier seit 20 Jahren. Ich suche einen Altamir Torres. Altamir? Altamir Torres. Das ist mein Nachbar. Er wohnt in dieser Straße. In dieser Straße? Das zweite Haus nach der Kreuzung, Nummer 311.
Nummer 311? Prima, vielen Dank. Gern geschehen. Zurück in Frankenthal. Ich fahre zur zweiten Adresse von Ernesto aus den 60er Jahren. Pestalozzi-Straße, hier ist es. Ich suche die Nummer 43C. Ah, da. 43. So, 43C. Ist hier hinten irgendwo. Zwei ganz gefährliche Kampfhunde sind da oben. Da ist die 43C. So richtig exotisch klingen tut hier jetzt eigentlich kein Name. Pichler klingt jetzt auch nicht gerade portugiesisch, ne? Aber hier, Joaquim Pimenta Isabel. Das klingt vielleicht spanisch, aber könnte auch portugiesisch sein. Ich habe irgendwie die Hoffnung, vielleicht gibt es noch jemanden, der hier immer noch wohnt und vielleicht noch Kontakt hat, wer weiß. Hallo, ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche jemanden. Ich suche jemanden. Ein Mann, der aus Brasilien war und hier gelebt hat. Sagt Ihnen der Name Ernesto Pichler etwas? Kennen Sie nicht? Ich kenne einen Brasilianer hier wohnen, aber wie ist die? Können Sie fragen? Da drüber? Ja, ja. Okay, das versuche ich. Alles klar, danke. Ja. Wie ist Ihr Name? Antonio. Danke, Antonio. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Entschuldigung, ich habe gehört, Sie stammen auch aus Brasilien, ne? Ja, ich komme aus Brasilien. Ich suche Wieso? Einen Ernesto Pichler. Nee, nicht kennen. Wieso? Hat er Probleme? Nein, die Tochter vermisst ihn. Ach so. Ja, die Tochter will ihn sehen und kennenlernen. Okay. Tut mir leid, bitte. Aber danke für die Hilfe. Okay, danke. Ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hallo. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich suche einen Brasilianer, der hier früher mal gelebt haben muss. Ernesto Pichler. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Ich wollte Sie jetzt nicht so überfallen. Wissen Sie, die Tochter sucht Ihren Vater? Ja, mein Mann war auch Brasilianer. Echt? Ja, ja. Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Ich suche immer die Leute. Bitte melde dich. Ja! Genau, Julia, genau, Julia Leischig. Ach, das darf nicht wahr sein. Hallo. Das ist so super, viel Erfolg. Ja, danke schön. Dass sein Vater findet. Das ist sehr nett von Ihnen. Kennen Sie sich die Leischig? Ich bin die Leischig. Ja, genau. Darf ich Ihnen mal das Bild kurz zeigen? Sagt Ihnen vielleicht der Name irgendwas? Ernesto Pichler? Nee. Soll der hier gewohnt haben? Ja, Brasilianer. In den 60er Jahren. Nee. Alles klar. Das ist so prominent habe ich ja auch nicht gedacht. Oh, Sie sehen doch aus wie eine Promi-Dame, oh, ja, so mit dir, oder? Ja, alles klar. Alles Gute schönen für Tag, Sie. Nur viel Danke. Glück. Danke, tschüss. Tschüss. Tja, also hier haben tatsächlich viele Brasilianer gelebt und es leben sogar immer noch welche hier. Aber trotzdem kann mir keiner weiterhelfen. Es ist einfach viel zu lang her. Zur gleichen Zeit in Bertioga. Mauro hat einen Tipp bekommen, wo ein mutmaßlicher ehemaliger Arbeitskollege von Ernesto leben soll. Ist jemand zu Hause? Guten Tag, ich würde Sie gerne etwas fragen. Warum filmen Sie mein Haus? Ich arbeite an einer Dokumentation. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Worum geht's denn? Sind Sie Altamir Torres? Der bin ich. Haben Sie in den 60er Jahren in Deutschland bei Pegulan gearbeitet? Ja, das stimmt. Dann kennen Sie vielleicht einen Ernesto Pichler? Ich weiß nicht. Ich habe hier ein altes Foto von ihm. Ach, der! Mit dem habe ich zusammengearbeitet. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Nein, tut mir leid. Ist er damals auch zurück nach Brasilien gegangen? Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er nach Österreich gegangen sein soll. Nach Österreich? Kann das möglich sein? Ernestos Familie stammt daher. Mauro erklärt genau, warum er so dringend sucht. Und Altamir kann einen weiteren ehemaligen Kollegen von Ernesto nennen.
Ich kenne da jemanden, der dir vielleicht weiterhelfen kann. Sein Name ist Roberto Marquez. Haben Sie seine Telefonnummer? Nur seine Adresse. Das würde mir schon weiterhelfen. Würden Sie mir die Adresse geben? Einen Moment, ich schaue mal nach. Prima, vielen Dank. Hat dieser besagte Roberto, der auch in Deutschland war, vielleicht sogar noch Kontakt zu Elviras Vater? Das wäre der Durchbruch.